Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Subnautica. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es gab heute einen Patch. Der hat das daraus gemacht. Okay, macht aber nichts. Das kriegen die bestimmt mit dem nächsten Patch wieder in den Griff. Und ich bin noch nicht im Wasser gehüpft. Geht das überhaupt? Oder unter Wasser sieht es ja ganz interessant aus. Ich schätze mal, die haben irgendwas an der Beleuchtung verändert, ne? Also ganz grob würde ich das so tippen. Das Wasser ist irgendwie gar nicht so richtig da, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich mit euch heute Kupfer suchen. Ich wollte ja offscreen die Wand machen. Ich habe aber noch nicht angefangen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Denn ich war gestern zeitlich etwas beschränkt. Dementsprechend konnte ich nicht loslegen. Deswegen sammeln wir heute zusammen das Kupfer. Wir haben ein bisschen Titan. Okay, das habe ich gestern noch gesammelt. Unser Log. Bla bla bla. Okay. Und 10 haben wir. Wunderbar. Wir könnten doch rein technisch... Nee, komm, das ist Verschwendung. Ja gut, wir haben auch noch den Laserschneider. Welcome aboard, Captain. 63 Energie. Und das sieht einfach so mega seltsam aus. Ich würde so gerne die Andockbucht suchen. Weil die echt wichtig ist. Und während wir das tun, nach Kupfer graben, sozusagen. Aber ich muss irgendwie mein Dings loswerden, ne? Mein Titan. Habe ich hier noch Platz irgendwo drin? Also derzeit kommen sehr viele Bugs dazu, muss ich sagen. Ne? Also jetzt nicht so negativ gesagt, also negative Bugs auf jeden Fall. Aber eher selten. Kann man nicht mehr bewegen. Ach du Scheiße, sollen wir wirklich weitermachen? Ich habe Angst. Denke ich, dass ich einen Löffel abgebe am Ende. Nicht, dass ich am Ende noch den Löffel abgebe. Darf ich einen Schrank bauen? Da muss ich den auch noch finden. Da ist er, Quarz. Dann mache ich mal einen Schrank, werfe mal alles rein, dass wir leere Taschen haben, damit wir Platz für Kupfer haben. Und ihr weißt, was wir aus Kupfer... ihr wisst, was wir aus Kupfer machen wollen? Ja, die Namensplaketten. Das ist mir sehr wichtig. Denn wir haben schon eine, zwei, drei, vier, fünf Plaketten können wir schon machen. Ich möchte aber alle raufhauen. Und das natürlich mit euch zusammen. So, dann bauen wir nochmal ein Schränkchen rein. Noch, der verbrennt erstmal einen Fisch, der braucht er ewig. So. Mein PC gibt einen Vollgas. Und schmeißen den Kladderadatsch da mal rein. Leer, leer. Ein Computerchip. Ach, den vergesse ich doch wieder, er kennt mich. Eine erste Hilfe ist dabei und Werkzeuge ohne Ende. Gut, dann ist der Schrank auch schon voll. Na supi. Okay, wir haben einen Computerchip. Wie cool ist denn das? So, unsere Zähne haben wir in der letzten Folge gefunden. Lagen alle vor der Haustür sozusagen. Was, Wasser? Wo bist du, Wasser? Ich habe auch in der Grafikeinstellung nichts verändert. Also hier, Water Quality High. Also nicht wundern. Es war der tatsächliche Patch momentan. Gut. Andockbucht ist schwer. Aber ich will mich ja eh noch in ein paar Wracks reinschweißen. Blöd nur, dass wir so wenig Batterien haben. Oder in die Aurora, aber da fehlen mir ja noch unglaublich viele Passwörter, ne? Die wir ja noch finden müssen mit der Zeit. Naja. Schwierig ist aber auch mit 59%. Was soll ich denn jetzt machen? Ich will nicht zur Aurora, ist langweilig. 59% ist auch nicht viel. Oh, das sieht so seltsam aus. Die ist vielleicht irgendwie aus irgendeinem seltsamen Grund sterben, ne? Das wär's ja. Also sieht nicht so aus, wie im Wasser wäre, ne? Weil da so Sternhimmel ist. Da ist die Wasseroberfläche und Blubberblasen. Blubberblasen. Ich fahre mal. Vielleicht finden wir ein Wrack, was wir aufschweißen dürfen. Look, leck. Look. Ja, ich bin gerade aufgestanden. Ist aber... Ich habe heute extrem lange geschlafen. Ich habe gestern bis abends beim Kollegen da in der Tapasbar geholfen. Bis 8, noch halb 9. Mittlerweile bin ich schon richtig guter Tapasmacher. Also wie gesagt... Wenn ihr aus NRW kommt, kommt mich dort besuchen. Ich bin da so gut wie jeden zweiten Tag. Ach, scheiße, Blei, würde ich gerne aufnehmen. Dann könnt ihr mich da mal begrüßen. Dann sagt er einfach zum Holger, so heißt er. Oder zu seiner Bedienung, ist der Timmy da? Und die sagen ja oder nein. Und dann bin ich in der Küche und dann komme ich raus und sage euch, hallo. Und bringe euch einen Tapas. Kupfer. Gut, hier gibt es Kupfer. Ignorieren wir den Bug. Titan. Da sollten wir ziemlich schnell finden, Kupfer. Titan. Ach ja, wir haben 165 Luft jetzt. Da ist noch ein Kupfer, also eine Namensplakette mehr. Noch ein Kupfer. Es ist stockenduster. Mein Gott.
Boah, das Licht sieht cool aus von der Motte. Da frage ich mich, testen sie denn den Patchen? Den Patches gar nicht, wenn sie veröffentlichen? Ich weiß es nicht. Das müssen sie doch getestet haben. Oder ist es vielleicht nur bei mir so? Ich weiß es nicht. Oh, hier ist sehr viel. Lassen wir mal so beleuchtet. Aber könnten wir noch ein, zwei Kupfer raus ernten? Kupfer. Nein, scheiße. Titan, was bist du für ein Busch da hinten? Und noch ein Kupfer. Ja, es klappt doch. Es klappt doch super. Die Kupferernte. Für die Plagetschen. Wie tief bin ich denn jetzt? 150. Doppelt so tief darf ich. Sieht ja skurril aus, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich angefahren bin. Also irgendwie so ein bisschen random. Aber eigentlich wollte ich ja nur mal nach dem Ding schauen. Nach der Andockbucht. Ich weiß ja, wo ich sie finde. 300 Meter. Habe ich nicht mehr so im Kopf. War das genug? Oder müssen wir tatsächlich 400 schaffen? Bis 500 Meter. Werden wir gleich rausfinden. Wow, wo bin ich denn gelandet? Wow, Vorsicht. Geschafft. Es sieht aus, als ob wir auf einem Planeten im Weltall fliegen. Das ist so irre. Aber warum auch mal nicht, ne? So ein kleiner Bug. Der mal ein ganz anderes Subnautica macht. Da müssten wir eigentlich... Oh, runter, genau. Ich weiß ganz grob immer, wo ich bin tatsächlich mittlerweile. Hab schon ein eingebautes Subnautica-GPS. Und der Andreo, der wird mich wahrscheinlich schon wieder ausschimpfen, warum ich keinen Kompass baue. Hier sind die Fische alle verseucht. So, gleich warnt uns wieder das Schiffchen mit der weiblichen, zarten Stimme. Caution. Passing safe depth. Ruckel, ruckel. Wir müssen aufpassen. Es gibt neue Fische, neue Monster. Immer neue Gefahren, aber immer weniger, um die abzuwehren. Das ist ja so ein Problem bei Subnautica, finde ich jedenfalls. Dass wir keine Weapons bekommen. So, was mit der Beefy? Genau, der Beefy, die ist gerade wieder beim Tierarzt mit dem Frauchen. Die drehen uns da jetzt 1000 Millionen Euro ab. Warum auch immer. Naja, wir müssen in der Nähe des Schiffs sein, oder? Was ist denn hier für ein Loch jetzt auf einmal? Und ja, die machen eine Wundkontrolle, weil sie sich ja so ein bisschen entzündet hat bei der Beef. Und ja, jetzt machen sie das wieder heile. Also meiner Meinung nach bekommt sie schon genug Medikamente, aber natürlich will so ein Tierarzt ja auch leben, ne? Und zieht uns gerade die Euros nach und nach aus der Tasche. Das hört sich furchtbar an, ne? Ist aber so. Wirklich. Meine leichtgläubige Frau, die sagt zu allem ja. Gut, ich finde das... Oh. Finde das Wrack nicht, wo wir auf jeden Fall die Andockbucht drin haben. Aber irgendwann finden wir schon. Bäm, bäm. Wir mal schießen. Wir haben mal so ein schönes Fadenkreuz, aber wir dürfen einfach nicht schießen. Wieso dürfen wir eigentlich keine Minigun haben? Nein, das passt überhaupt nicht zusammen. Nautica, eine Waffe. Eigentlich bin ich am Schiff vorbei. Das war an der äußersten Kante, diese Richtung gewesen. Aber ich bin wahrscheinlich doch ganz falsch gefahren. Oder die haben das Biom verändert. Das ist immer schuld, dass die Biom verändern. Hm. Auch so eine Waage, dass man mal sieht, ob welcher Höhe man guckt, wäre cool, ne? Aber man sieht es ja, ob ich jetzt tiefer fahre oder höher. Lass den Bälle jetzt mal fahren. Naja, heute können wir eh nicht so ganz ernst nehmen mit dem Bug. Ich fahr tiefer, tiefer, tiefer. Hier ist nix. Hier ist einfach mal nix. Upp. Das eine wichtige Wrack. Wenn wir die Andockbucht haben, dann haben wir schon mal die halbe Miete, sage ich euch. Aber es ist einfach schwierig, hier hoch und runter zu fahren. Ich wette, wir können jetzt erst in der Andockbucht und dem Modifizierungstool da drinne. Damit dürfen wir erstmal wahrscheinlich jetzt die Tieftauchmodule bauen. Deswegen glaube ich, dass wir jetzt hier hin mussten eigentlich. Kupfer haben wir ja auch ein bisschen gesammelt. Also Ziel erfüllt. Also jetzt die nächste Folge machen wir zusammen ganz schnell Plaketten. Aber ich will hier heute noch die Andockbucht haben.
Aber ich habe keine Ahnung mehr, wo das Wrack ist. Wie man sieht. Fahre ich tiefer? Ja, aber langsam. Ich gucke jetzt nach unten, drücke W und leer gleichzeitig. Und jetzt fahre ich irgendwo hin. Und ich weiß nicht wo. Guck einfach in die Sterne, Timmy. Hä? Ist das die Insel? Was bist denn du? Wo bin ich? Hä? Was ist das Ende der Map? Wie bin ich denn hier hingeraten? Und 23 Energie nur noch. Ich will nicht die Motte verschwenden. Oh oh. Kann man da durchschwimmen? Nein. Aua. Wo bin ich? Hilfe. Ich fahre zurück. Heute hat das keinen Sinn. Das hat absolut keinen Nährwert. Wir brauchen sowieso mehr Energie. Boah. Ich gucke natürlich nur unten so lange. Wir fahren ja in Richtung grob nach Hause. Na gut, manche Let's Player haben bestimmt jetzt eine Unterseebasis und sind gar nicht oben, merken den Bug gar nicht. Was ziemlich witzig ist. Und ich muss Kaffee trinken. 200 Meter. Achtung, Timmy. Was? Ja, fahr doch hoch. Was ist denn los? Ich fahr doch nach oben. Ernsthaft. So, wir sind einmal, ich glaube, wir sind einfach zu weit rausgefahren. Da ist natürlich noch ein kleines Fleckchen Erde. Interessant. Mein eingebautes GPS. Ah, guck mal, Sea Trader. Die. Aua, die würden Küpfer auf. Was ist denn? Warum habe ich denn Damage? Ich kriege aber keinen Schaden, oder? Hier, guckt euch da an, was sie da auf. Wühlen. Immer die Dinger. Da ist immer Kupfer drin. Könnte sein, dass uns der Druck hier ein bisschen stört, aber irgendwie noch kein Damage macht. Oh, Lithium. Immer Kupfer. Nein! Ich habe so über 300 Meter geparkt. Ich Depp. Wie komme ich nach oben? Schnell. Ich habe das Geräusch gehört und wusste sofort, was sie fahren. Wieso? Ich habe nicht aufgepasst. Naja, wir brauchen eine neue, ist kein Problem. Und ich komme auch locker nach oben. Das wäre so meine größte Sorge. Scheiß Kupfer! Nein! Der Tag ist nicht gut. Subnautica hat einen scheiß Fehler-Patch gemacht. Schwimm doch! 150 Meter noch. Aber wir haben noch genug Luft. Gut. Hätte ich nicht dieses scheiß Kreislauftauchgerät, wäre ich jetzt abgesoffen. Ihr seid meine Helden. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Oh, Motte. Das ist Hardcore. Ich kann nicht jetzt so tun, als ob ich das nicht gemacht hätte und nimm einfach nochmal von vorne auf. Das ist das Problem. Scheiße. Und raus aus diesen... Was ist das? So Luft. Hallo Insel. Boah, muss ich jetzt weit schwimmen. Ich bin hinter der Insel. Da hinten ist irgendwo das, was ich suchen wollte. Wir gehen auf die Insel ein und essen uns noch mal satt. Ach du Scheiße, was hab ich denn heute fabriziert? Na gut, dann haben wir jetzt kein Problem mit der Energiezelle mehr auf jeden Fall, ne? So, wo ist das Loch? Aber man kann schon verdammt lange tauchen mit dem Kreislauftauchgerät Plus. Kann man jetzt endlich die Dinger hier abfarmen? Das ging nie. Nein. Ich muss das Messer wegstecken. Caution. Mild dehydration detected. Fluid intake recommended. Ach du Jemini. Ich habe doch schon überall hier Inseln gebaut, würde ich sagen. Überall schon gebaut hier. Okay. Sehr schönes Wasser. Wir essen uns satt. Und dann geht's nach Hause. Scheiße, das war eine Folge. Und ich, wenn ich jetzt mogeln wollte, ne? Geht nicht. Safe. Er safe, er speichert das. Wenn ich jetzt aber
das Spiel einfach mit ESC oder besser gesagt mit einem Taskmanager runterfahre. Könnte sein, dass ich da mogeln könnte. Ich weiß es nicht. Wie viel Platz habe ich denn noch? Vital signs stabilizing. Ich will nicht so viel davon essen. Ihr wisst ja, was passiert. Aber mehr habe ich ja nicht gerade, ne? Komm, hau rein da. Das ist doch schon mal in Ordnung, oder? Gut, danke fürs Zusehen. Sorry für die heutige Folge. Aber wir haben Kupfer, ne? Guck mal. Eine Plakette, zwei Plaketten, drei Plaketten, vier Plaketten, fünf Plaketten nochmal. Das muss ja fast schon bald reichen. Bis dann.